Die Schwäbische Alb. Ein wunderschönes Ausflugsziel, das noch viel mehr zu bieten hat als malerische Wanderwege. Ich bin Lena Ganschow. Und ich bin Sven Plöger. Zusammen wollen wir mit Ihnen diese spannende Region erkunden. Dieses Kalksteingebirge spielte eine herausragende Rolle in der Geschichte der Menschheit. Die Alp steckt voller Überraschungen. Wir schauen mal nach, wohin das Wasser der Donau jeden Sommer verschwindet. Was haben Überbleibsel des Jurameers mit Linsen und Spätzle zu tun? Schwäbisches Moos war schon mal bei den Olympischen Spielen dabei. Weinbergschnecken von der Alp waren in ganz Europa gefragt. Diese und viele weitere Geschichten, die alle etwas mit dem Boden unter unseren Füßen zu tun haben, wollen wir Ihnen heute präsentieren. Großartig, jetzt sind wir auch endlich mal da, gell? Richtig, wobei da drüben, also diese Wolken machen mir so ein bisschen Sorgen. Nein, nein, bleib ganz entspannt. Das ist nur Cumulus Fractus. Also die Feuchtigkeit aus dem Wald steigt jetzt noch auf, kondensiert, regnet nichts, bleiben trocken, alles gut. Wir sind hier am Alp drauf. Das da drüben ist die Burg Hohenneuffen und ganz da hinten ist das Neckartal. Man erahnt auch so ein bisschen den Fernsehturm von Stuttgart. Genau, und dann sitzen wir hier auf einem Kalkfelsen, einem Millionen Jahre alten Kalkfelsen. Und daraus besteht die Alp praktisch nur. Und diese Felsen erzählen uns natürlich wahnsinnig spannende Geschichten. Zum Beispiel stellt sich die Frage, was hat dieser Felsen mit modernster Funktionsunterwäsche zu tun? Ja, Felsen können tatsächlich unsere Kleidung beeinflussen. Dazu später mehr. Aber das ist längst nicht alles. Die Geologie prägt unser Leben zum Teil bis heute mit weitreichenden Folgen. So gibt es sogar einen Zusammenhang zwischen diesen Steinen und dem schwäbischen Nationalgericht Linsen mit Spätzle. Diese Geschichte beginnt auf einem der typisch steinigen Äcker in der Nähe von Hundersingen. Jeder Hobbygärtner wäre entsetzt, wenn er auf diesem Boden etwas anpflanzen müsste. Landwirt Anton Wahl hat sich damit längst abgefunden. Auf der Höhe, wo wir jetzt sind, also da ist relativ normal, dass da die Steine so sind. Die Alp kann man einfach nichts machen. Egal, wo wir uns da oben bewegen auf der Alp, wir werden immer Steine finden. Das ist ein steinreiches Gebiet. Und die größere liest man halt ab. Ja, und die kleine, das, was wir jetzt da so sehen, die Schaube, die lässt man liegen und dreht zum Herbst wieder rum. April. Zeit, Linsen zu säen. Doch die Linsen sind nicht alleine in der Sämaschine. Man sieht es ja jetzt auch ganz genau. Da haben wir den Haber, das ist das Größere. Und dann haben wir die kleine Alblinse. Wenn die Linse wächst und die muss sich da nachher, wenn der Haber noch wächst, das mit rauf. Und in der Regel ist die Linse sogar ein bisschen schneller. Und die hängt sich noch schön toll über den Haber, dass die praktisch nicht auf der Boden unterliegt. Die Linsen kriegen also Unterstützung durch den Hafer. An den Getreidehalmen werden sich die Linsenpflänzchen in einigen Wochen dann hochranken. Jetzt muss Anton Wahl das Saatgut erstmal in den Boden bringen. Auf den steinigen Äckern der Alp werden die Maschinen dabei ganz schön beansprucht. Der Grund für die steinreichen Felder liegt nur knapp unter der Ackerkrume. Die Bodenschicht ist hier sehr dünn. Und direkt darunter stößt man auf massive Kalkfelsen. Der Steinbruch Vonbronn bei Schelklingen. Auf einer Fläche von 82 Hektar wird hier Gestein abgetragen. Das ist schon beeindruckend, oder?
Mehr als 40 Meter türmt sich das Kalkgestein hier hinter mir auf. 150 Millionen Jahre ist es bereits alt. Und seit einigen Jahren weiß der Mensch das auch für sich zu nutzen. '1902 ging dieser Steinbruch in Betrieb. Mittlerweile werden hier jedes Jahr 2 Millionen Tonnen Gestein abgebaut. Sprengstoff ist dabei das Mittel der Wahl, um an den begehrten Rohstoff zu kommen. Sprengmeister Gerhard Mang zeigt mir, wie es geht. In 8 Meter tiefen Bohrlöchern versenken wir 2 verschiedene Sorten Sprengstoff. Noch mit Sand abdecken. Und dann? Gut, fertig. Und was ist das jetzt? Das ist jetzt der Zündverzögerer, der unsere Bohrlöcher im Abstand von 42 Millisekunden zum Detonieren bringt. Das heißt, die Dinger machen das Ganze jetzt gefährlich? Ganz genau, diese Dinger machen es jetzt scharf. Das überlasse ich dann doch lieber den Profis. Ah, und in dem Ding sind wir dann sicher? Genau, das ist der Sprengbunker. Da sind wir geschützt. Mhm. So, laden wir das Gerät noch kurz auf. Schalten Sie einfach auf den roten? Ganz genau, nur drücken. Mann, oh Mann, da ist ja ordentlich was runtergekommen, ne? Genau, das sind jetzt so ca. 15.000 Tonnen. Haben wir jetzt rausgesprengt. Und zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, sehr zufrieden. Die Stückigkeit ist so genau, wie wir es brauchen. Das heißt, die Brocken haben genau die richtige Größe, um weiterverarbeitet zu werden. Dafür muss man sie allerdings erst mal bewegen. Diese riesigen Laster sind keine LKW, sondern SKW. Schwerlastkraftwagen. Jedes dieser Ungetüme wiegt leer schon 90 Tonnen und kann dann noch mal 90 Tonnen Ladung aufnehmen. Die SKW transportieren das Gestein zu Förderbändern, die die Bruchstücke dann in eine nahegelegene Fabrik bringen. Die Felsen im Steinbruch Vonbronnen sind echte Bodenschätze. Hier kommen unterschiedliche Gesteinsschichten zusammen, die besonders reich an Calcium, Silizium und anderen Stoffen sind. Die im richtigen Verhältnis zusammengemischt, zermahlen und erhitzt, einen ganz besonderen Baustoff ergeben. Zement. Diese Schelklinger Fabrik liefert zum Beispiel Zement für die Tunnel des Bahnprojekts Stuttgart 21 und für die Landebahn auf dem Stuttgarter Flughafen. Hochmodernes Bauen mit uralten Steinen von der Schwäbischen Alb. Nur wenige Kilometer von diesem aktiven Steinbruch entfernt befindet sich ein weiteres Abbaugelände der Firma Heidelberg Zement, das allerdings seit 1995 kaum noch genutzt wird. Lange lag das Gelände brach, doch seit ein paar Jahren tun sich hier erstaunliche Dinge. Hans-Georg Kraut wirft einen Blick auf seine Schützlinge. Er hat ein einmaliges ökologisches Experiment ins Leben gerufen, das Projekt Urzeitweide. Ein sehr treffender Name, denn Rinder dieses Kalibers machten schon während der Steinzeit die Alp unsicher. Ja, die Tiere, die wir hier sehen, sind Taurusrinder. Bei den Taurusrindern handelt es sich um eine Nachzüchtung der Ur- und Auerochsen, die vor etwa 400 Jahren ausgestorben sind. Diese Taurusrinder haben eine ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Die sollen das Gelände, was wir hier sehen, vor der Verbuschung oder gar vor der Verwaldung bewahren. Das Gelände soll so offen bleiben, wie wir es jetzt haben. Dieses offene Gelände hat einen sehr hohen Artenreichtum, eine sehr hohe Artenvielfalt. Die ist hier in diesem Gelände viel höher als in der umgebenden Kulturlandschaft, sowohl was Pflanzen wie auch was Tiere betrifft. Und wenn wir nichts machen würden,
würde mit dem Zuwachsen des Geländes auch die Artenvielfalt zurückgehen. Und genau das soll verhindert werden. Bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe hilft den Rindern der serienmäßige Vierhufantrieb. Eigentlich sollte man ja meinen, dass so eine Herde alles kurz und klein frisst, den Boden platt stampft und nur noch eine Art Wüste hinterlässt. Aber die Tiere sind wählerisch und nicht alles Grün landet im Rindermagen. Dadurch, dass sie die Konkurrenten von Enzian, Orchideen und Co. kurz halten, geben sie den seltenen Arten überhaupt erst eine Überlebenschance. Das ganze Spektrum an Konkurrenzpflanzen schaffen die Rinder aber nicht allein. Deshalb werden sie von Pferden unterstützt. Konigpferde, eine Wildpferdrasse aus Osteuropa, die ebenfalls ihren urzeitlichen Ahnen ähnelt und hier auf der Schwäbischen Alb alles findet, was Pferd so zum Leben braucht. Pferde und Rinder, diese Kombination hat sich bewährt und die beiden Tierarten hat man deshalb, weil die unterschiedliche Fressvorlieben haben und sich in der Nahrungsaufnahme ergänzen. Was die einen eher stehen lassen an Pflanzen, fressen die anderen. Und so stellt das Dreamteam der Vierbeiner sicher, dass diese Felsen nicht so bald von Büschen und Bäumen überwuchert werden, sondern Lebensraum für all diejenigen bleibt, die es trocken, sonnig und steinig mögen. Faszinierend, diese Steine. Aber wie genau sind sie eigentlich auf die Schwäbische Alb gekommen? Wer genau hinschaut, findet mit etwas Glück einen Hinweis auf ihren Ursprung. Man kann es sich kaum vorstellen. All das hier war früher einmal Meer. Der Beweis dafür sind Fossilien wie dieser Ammonitier. Sieht aus wie eine Schnecke, gehört aber zu den Tintenfischen. Die mächtigen Gesteinsschichten der Alb bestehen aus den Überresten von Meeresbewohnern. Während der Jurazeit war diese Gegend nämlich komplett von einem tropischen Meer bedeckt. Mit Korallen, Schwämmen, Muscheln, Plankton und vielen anderen Meerestieren. Ihre Skelette und Schalen sammelten sich am Meeresboden und verdichteten sich über die Zeit zu Kalkstein. Auch die Ammoniten zählten zu diesen Kalklieferanten. Sie waren damals besonders zahlreich und aus gutem Grund gepanzert. Ichthyosaurier, die flinken Jäger des Jurameers. Der Name Fischsaurier ist fast ein bisschen irreführend. Sie waren nämlich Reptilien, die in mancher Hinsicht sogar heutigen Meeressäugern wie etwa Delfinen ähnelten. Auch sie mussten auftauchen, um Luft zu holen, brachten lebende Junge zur Welt und waren vermutlich sogar warmblütig. Dass wir so viel über die Fauna von damals wissen, verdanken wir unter anderem einem Ort auf der Schwäbischen Alb, dem heutigen Holzmaden. Im dortigen Schiefer wurden besonders gut erhaltene Fossilien gefunden. Sie sind um die 180 Millionen Jahre alt, stammen also aus der Zeit des Schwarzen Jura. Damals war das Sediment des Meeresbodens hier besonders fein und schlammig. Wenn also ein Tier verendete und auf den Grund sank, standen die Chancen gut, dass es von einer luftundurchlässigen Schlammschicht bedeckt wurde, bevor der Zersetzungsprozess weit voranschreiten konnte. So blieben zum Teil sogar Weichteile erhalten.
Mit viel Geduld und Akribie gelang es Bernhard Hauff, 1892 erstmals die Hautumrisse eines Ichthyosauriers freizulegen. Wissenschaftler in aller Welt wurden daraufhin auf Holzmaden aufmerksam. Bernhard Hauff suchte und präparierte weiter. Er verkaufte seine Fossilien an namhafte Naturkundemuseen rund um den Globus, richtete aber auch in Holzmaden ein eigenes Museum ein. Das ist seitdem mehrfach umgebaut und modernisiert worden. Aber es ist noch immer in Familienhand. Heute leitet Rolf Bernhard Hauff das Haus, der Enkel des Gründers. Hier im Museum hat sich seit der Zeit Ihres Großvaters einiges verändert. Inwiefern hat sich auch Ihre Arbeit als Präparator gewandelt? Die Präparation ist nach wie vor der Kern unseres Museums. Wir haben heute andere Metallarten, Hartmetalle, wir haben Diamantwerkzeuge, wir haben die Strahltechnik. Und all das hilft uns natürlich sehr, Stücke auch zu präparieren, die damals nicht präpariert werden konnten. Und diese Präparationsmethoden, die haben dazu geführt, dass Holzmaden mit zu einer der bekanntesten Fossilfundstätten weltweit wurde und sie in jedem großen Naturkundemuseum Stücke aus Holzmaden finden. Wie genau so eine Präparation abläuft, darf ich mir in der Werkstatt des Museums anschauen. Mit so einem Fund geht es los. Ich erkenne da erstmal gar nichts, der Fachmann schon. Ja, der Steinbrecher erkennt das Fossil am Farbunterschied vom grauen Schiefer zum helleren Knochen. Aber das ist ja dann schon Glück, wenn man sowas findet, oder? Ja, all die Funde sind reine Zufallsfunde. Man muss etwa 2000 Kubikmeter Schiefer abarbeiten, um ein gut erhaltenes Stück zu finden. Und dann freilegen? Der erste Schritt der Präparation wäre, dass man den Knochen mit Hammer und Meißel freilegt, indem man einfach den Schiefer abdreht. Und so das ganze Skelett mumienhaft freilegt. Und die nächste Stufe wäre dann, dass man mit diesen groben Grabsticheln den Schiefer wegschabt. Und so geht es weiter. Schritt für Schritt werden die Geräte immer kleiner und die Arbeit immer diffiziler. Auch etwas, das erschreckend an einen Zahnarztbohrer erinnert, kommt zum Einsatz. Die letzten Feinheiten werden mit einem Sandstrahler herausgearbeitet. Dabei macht sich der Präparator zunutze, dass das Fossil selbst etwas härter ist als das umgebende Gestein. Ein Jahr sorgfältigste Handarbeit steckt in diesem Meereskrokodil. Und wenn so ein Stück dann insgesamt präpariert ist, dann kommen Details raus, die oft auch überraschen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Mhm. So in dem Fall zum Beispiel ist die Luftröhre sehr schön erhalten. Und wir haben in der Hinterharpsöffnung einen Seeigel drin liegen, der als Aasfresser sich dort niedergelassen hat, nachdem das Stück auf den Meeresgrund abgesunken ist und noch nicht im Meeresschlamm eingebettet war. Handeln. Wichtige Geschichten, die das dann erzählt. Ja, also man kann auch über die Lebensweise und über die Art der Einbettung Aussagen treffen. Dass all diese Schätze überhaupt ans Tageslicht kamen, war eigentlich nur der Nebeneffekt eines ganz anderen Vorhabens. Es war ursprünglich mein Urgroßvater, der hierher kam nach Holzmaden, um aus dem Schiefer Öl zu gewinnen. Das ist ihm auch gelungen, aber es war nicht rentabel. Und das Interesse seines Sohnes, meines Großvaters, galt dann mehr den Fossilien.
Und aus seiner Sammlung ist dann das erste Museum entstanden, 1936. Und in den 70er Jahren ist dann dieser Neubau entstanden mit dem Hauptausstellungsstück dieser großen Seelilienkolonie mit 18 mal 6 Metern. Es ist die weltweit größte, die jemals gefunden und präpariert wurde. Und es stecken alles in allem etwa knapp 20 Jahre Präparationszeit drin. In Sichtweite des Museums Hauf thront die Burg Teck oberhalb von Kirchheim. Aus der Vogelperspektive betrachtet wirken Burg und Berg besonders malerisch. Ein Blickwinkel, der schon 1928 Luftbildpioniere begeisterte. Im Doppeldecker startete der Pilot Paul Strähle mit einem Kameramann von Schorndorf aus mit dem Ziel, herausragende Sehenswürdigkeiten der Alp abzulichten. Diese seltenen Archivaufnahmen zeigen die Burg Teck noch in ihrem Zustand vor den Umbauten von 1955. Die Burg Hohenzollern bei Hechingen hat sich dagegen äußerlich kaum verändert in den letzten fast 90 Jahren. Damals war der Luftraum über der Alp noch recht leer. Trotzdem kam es zu der ein oder anderen interessanten Begegnung. Eines der angeflogenen Ziele: Schloss Liechtenstein oberhalb des Echardstals bei Engstingen. Hier stand zwar schon im Mittelalter eine Burg, aber das Schloss ist längst nicht so alt, wie es aussieht. Graf Wilhelm von Württemberg ließ es 1842 errichten, aus Steinen, die eine ganz besondere Entstehungsgeschichte haben. Dieses besondere Baumaterial entstand vor allem am Nordrand der Alp. Wenn wir das Echardstal hinunterfliegen Richtung Reutlingen, dann von Metzingen wieder das Ermstal hinauf, über Bad Urach, dann kommen wir nach Seeburg. Hier haben die Bewohner in mühsamer Handarbeit schon vor Jahrhunderten tiefe Löcher in ihr Dorf gegraben. Denn die Seeburger saßen buchstäblich auf einem Schatz. Tuffstein. Heute wird Kalktuff nur noch selten verwendet. Einer der letzten, der das Gewerbe hier bis in die 1950er Jahre ausgeübt hat, ist der ehemalige Tuffsteinbrecher Ludwig Hölz. Jeder, der wo ein Wieskät hat, ein Grundstück, hat können anfangen auf seinem Grundstück und Tuffstein ausgraben. Und da ist man hergegangen und hat geguckt, ob ein Tuffstein da ist. Da hat man eine Eisenstange genommen und hat nachgestochert. Und wenn man noch auf etwas gekommen ist, noch mal gewusst, holla, da ist der Felser da. Schon im 13. Jahrhundert wurde hier Tuffstein abgebaut. Er ist leicht und doch extrem stabil und witterungsfest. Der Abbau von Hand mit dem sogenannten Krähl, einer Art Spitzhacke, hat sich seit dem Mittelalter eigentlich kaum verändert. Stein aus dem Felsen herausgebrochen, wird er noch auf die gewünschte Größe und Form zurechtgesägt.
Noch ein bisschen Kosmetik mit der Axt und der Klangtest. Und das hört man gleich. Das ist ein guter Ton. Und wenn er einen Stich oder eine Lage gehabt hat, dann hat er gescheitert wie ein Kocher auf. Dann haben wir gewusst, er ist verbrochen. Das ist eine Freude. Da sieht man die Löcher drinnen, manchmal Muscheln. Das ist doch richtig etwas Natürliches. Jetzt so wie ein Betonklotz. Ein Naturbaustoff mit langer Tradition, dieser Tuff. Also Duftstollbrocher sind schon im 13. Jahrhundert waren, weil unsere Kirche hinter dem Chorraum, da sind schon Duftstoll drin. Die Dreifingerkirche, die Uracher, die ganze Umgebung sind hier vom Seeburger Tuff gebaut worden. Der ist noch, wie man nachgesetzt hat, sind die Gebäude heute noch. Tuffsteine von der Alb wurden aber nicht nur hier in der Region verbaut. Von Seeburg und anderen Steinbrüchen gingen sie auch hinaus in die weite Welt. So wurde 1936 beim Bau des Olympiageländes in Berlin auch Tuff von der Alb verwendet. Die Tribünen auf dem sogenannten Maifeld sind nach immerhin 80 Jahren noch gut in Schuss. Die Widerstandsfähigkeit dieses Materials hängt mit seinem Entstehungsprozess zusammen. Den schauen wir uns dort mal genauer an, wo diese Steine herkommen. Und genau hier hat man in den 30er Jahren den Tuff regelrecht aus dem Fels rausgeschnitten. Das können Sie hier schön sehen. Und das ist das, was man dann eben im Olympiagelände verbaut hat. Und ich bin jetzt hier im Wiesatztal, bei Gönningen ist das, 2 Täler westlich von Seeburg. Und hier können Sie den Kalktuff noch richtig wachsen sehen. Die entscheidende Rolle dabei spielt das Wasser. Es hat gerade kräftig geregnet, tröpfelt jetzt noch ein bisschen. Und das Spannende ist ja, in der Atmosphäre ist das Kohlendioxid und jetzt eben auch die Regentropfen. Und das Wasser und das Kohlendioxid, das verbindet sich am Ende zu Kohlensäure. Also das, was hier als Tropfen fällt, ist ein bisschen sauer. Und wenn dann dieses saure Wasser auftrifft auf diesen Kalkstein, sich vermischt, hier einsickert, dann wird der Kalk gelöst und das Ganze gelangt dann ins Tal. Die Bäche transportieren also, für unser Auge völlig unsichtbar, beträchtliche Mengen Kalk. Das Wasser kann den Kalk aber nicht ewig festhalten. Gerade an Wasserfällen entweicht das Kohlendioxid aus dem Wasser. Es ist dann nicht mehr sauer genug, um den Kalk in Lösung zu halten. Und der setzt sich dann Schicht für Schicht hier als neuer Tufffels ab. Und das Moos, das hilft noch mal richtig nach, denn das ist eine Pflanze. Und eine Pflanze braucht zum Wachsen Kohlendioxid, entzieht es also dem Wasser. Und das kann dann seinen Kalk nicht mehr halten. Das Moos saugt aus dem Wassertropfen das CO2 regelrecht ab. Daraufhin fällt der Kalk aus, bildet Krusten auf dem Moos und wächst so zu Tuff heran. Das Moos sorgt also dafür, dass dieser ganze Prozess 15 Mal schneller abläuft als eben ohne Moos. Und am Ende wird aus diesem festen Kalkfelsen dieses wunderbare Baumaterial, luftig, leicht, aber doch fest. Eine tolle Sache. Das dachten sich auch die Baumeister der Mauruskapelle bei Beuron im oberen Donautal. 1871 wurde der Bau fertiggestellt. Berühmt ist die Kapelle aber nicht wegen des Tuffsteins, sondern wegen einer ganz eigenen Kunstrichtung, der Beuroner Schule. Dieser Stil wurde im Kloster Beuron erfunden und hat, ausgehend von der Schwäbischen Alb, sogar Kirchenkunst in aller Welt beeinflusst. Stellen Sie sich vor, hier in unserem schwäbischen Raum eine ägyptisierende Pietà. Das ist natürlich fremd. Der Beuroner
Kunststil entstand 1868. Peter Lenz, der später in das Kloster eingetreten ist, er findet in der Klassik und vor allem in der ägyptischen Kunst sein Ideal, wie er in der Kunst Religiosität eben vermitteln kann. Auch die Kunst aus anderen Jahrhunderten wird in Beuron hochgeschätzt und liebevoll restauriert. Darüber hinaus ist das Kloster deshalb bemerkenswert, weil es eines der ältesten auf der Schwäbischen Alb ist und gleichzeitig eines der lebendigsten. Mit rund 50 Mönchen ist der Konvent einer der größten in Deutschland und einer der wenigen ohne Nachwuchssorgen. Die Erzabtei Beuron zieht auch junge Menschen an. Mein Name ist Bruder Lukas. Ich bin seit 14 Jahren hier im Kloster. Meine Hauptaufgaben sind die Organisation der Konzerte in unserer Abteikirche. Dann habe ich noch verschiedene andere, kleinere Aufgaben, wie die Versorgung der täglichen Post. Unser klösterlicher Tagesablauf ist gegliedert. Es beginnt also morgens um 5 mit dem morgendlichen Gebet. Dann gibt es eine kleinere Gebetszeit, die Terz. Und anschließend beginnt die Arbeitszeit. Jeder Mönch geht dann an seine Arbeit, je nachdem, was ihm aufgetragen ist. Um 11 Uhr versammeln wir uns in der Abteikirche zur gemeinsamen Messe. Das Kloster Beuron kann auf eine sehr lange Geschichte zurückblicken. Im 11. Jahrhundert, als hier ein Augustiner-Chorherrnstift bestanden hat, 1863 sind dann wir Benediktinermönche hier eingezogen. Anschließend ist nach einer kurzen Zeit das Mittagsgebet, Mittagessen. Und anschließend gehen wir alle wieder an unsere Arbeit. Mein Herz ist dann letztlich hier in Beuron hängen geblieben. Das ist weniger so eine rationale Entscheidung. Es ist überhaupt so auch eine Berufung, überhaupt die Frage, wo man letztlich hingehört, wo man seinen Platz hat. Und dieser Ruf hat mich dann eben hierher nach Beuron geführt. Geleitet wird der Konvent seit 2011 von einem Schwarzwälder. Ich bin Erzabt Tutilo, ich bin der Vorsteher hier des Klosters Beuron im wunderschönen Donautal. An diesem Ort wird schon seit über 1000 Jahren ein religiöses Leben geführt. Wir Benediktiner, die es seit 151 Jahren prägen, wir stehen im Austausch mit der Gemeinschaft, die um uns herum lebt, mit den Menschen, dadurch, dass wir die modernen Kommunikationsmittel benutzen und dadurch, dass wir über die Gäste, über Menschen, die uns als Seelsorger in Anspruch nehmen, mit denen in Kontakt stehen. Hier in diesem oberen Donautal sind wir weit, weit weg von großer Betriebsamkeit und Verkehr und Geschäftigkeit. Und über viele, viele Jahrzehnte hat unsere Gemeinschaft selbst hier auch den Talgrund bewirtschaftet und davon gelebt. Viel Steine gab es und wenig Brot. Also die Äcker bei uns hier im Talgrund sind durchaus noch sehr, sehr steinig und mühsam. Sie haben da fast so viele Steine dann im Roder wie Kartoffeln. Wir haben eine durchaus besondere Beziehung zum Donautal. Das Wasserkraftwerk, das jetzt in St. Maurus steht, arbeitet seither so erfolgreich, dass wir damit nicht nur unser Kloster selber jetzt versorgen können, sondern darüber hinaus, wie es sich gehört, auch fleißig einspeisen. Modernste Technologie in einem Traditionsbetrieb. Auch zum Schutz der Schöpfung. Durch den Neubau des Kraftwerkes konnte auch wieder ein ganz neues Umgehungsgerinne geschaffen werden, das wirklich Vorbildcharakter hat, ein optimaler Fischaufstieg. Der von den Donaubewohnern auch gerne genutzt wird. Sei es von der Mühlgruppe oder dem Steinkrebs. Im oberen Donautal sind viele Tiere anzutreffen, die anderswo längst verschwunden sind.
der Eisvogel zum Beispiel. Der Fluss sorgt hier für ein besonderes Mikroklima. Eine ganz bestimmte Mischung aus Wald, Wiese, Feuchtigkeit und Licht herrscht in einem schmalen Seitental. Perfekte Bedingungen für den vielleicht seltensten Schmetterling Deutschlands, den schwarzen Apollo. Weil er so hohe Ansprüche an seine Umwelt stellt, kommt der schwarze Apollo nur noch ganz vereinzelt vor. Überhaupt einmal ein Exemplar zu Gesicht zu kriegen, ist ein Highlight für jeden Insektenfreund. Auffälligstes Merkmal dieses Falters sind die durchsichtigen Flügelspitzen. Ganz andere klimatische Bedingungen bevorzugt ein naher Verwandter, der rote Apollo. Er fühlt sich an trockenen, sonnigen Hanglagen wohl. Im Hochsommer sieht man hier auf manchen toten Laubbäumen außerdem einen wunderschönen großen Bockkäfer. Den Alpenbock. Jetzt ist Paarungszeit und das Männchen auf der Suche nach einer Partnerin. Nach der Begattung bohrt sich das Weibchen regelrecht in den Stamm, um dort seine Eier abzulegen. Als Larven werden sich ihre Nachkommen 3 bis 4 Jahre lang durchs Holz fressen, bevor sie, für nur wenige Tage, zu Käfern werden. Dieser komische Vogel ist das wohl seltenste Tier auf der Alp überhaupt. Ein Exemplar des Waldraps ist aus einem Wiederansiedlungsprojekt in Österreich ausgebüxt und hat den Winter im Alb-Donau-Kreis verbracht. Eigentlich wäre der Waldrapp in dieser Gegend ein ganz alltäglicher Anblick, wenn er im späten Mittelalter nicht zu Tausenden als Delikatesse im Kochtopf gelandet wäre. Vielleicht gelingt es ja auch in seinem Fall, engagierten Naturschützern den Vogel hier wieder heimisch zu machen. Beim U ist das gelungen. Um den Uhu-Bestand rund um Blaubeuren kümmert sich Andreas Buck. Wenn er kommt, nehmen die Altvögel Reis aus. Doch das ist kein Problem. Schließlich geht es Buck um den Uhu-Nachwuchs. Der ist natürlich nicht begeistert. Der ärgert sich jetzt natürlich, dass man kommt. Und deswegen, das ist ein typisches Zeichen von Aufregung. Das muss er jetzt aber kurz über sich ergehen lassen. Der kriegt jetzt einen Ring dran. Der Uhu war viele Jahrzehnte bei uns ausgestorben. Gut. In Süddeutschland. Und ist erst so Anfang der 70er Jahre wieder eingewandert. Und deswegen ist das auch eine streng geschützte Art und deswegen auch für uns interessant zum Wissen, wie viele Uhu es gibt und wie er sich verbreitet. Und heute ist so, dass er eigentlich überall, wo es einen größeren Fels oder einen Steinbruch gibt, hat es inzwischen Uhus. Wenn er mal ausgewachsen ist, kann der praktisch jegliche Art von Beute schlagen. Krähe, Waldkauz, Igel.
Die Essensreste im Nest bezeugen das eindrücklich. Nach der überstandenen Beringung setzen die jungen Uhus wieder auf ihre vorbeugende Verteidigungsstrategie. Sie tun einfach so, als wären sie gar nicht da. Ihr Gefieder verschmilzt geradezu mit den Felsen und wenn man nicht direkt davor sitzt, sieht man sie wirklich nicht. Geformt wurden diese Felsen von Regen sowie von Bächen und Flüssen. Und einer davon ist die Donau. In Sigmaringen liegt an ihrem Ufer ein Schloss der einst mächtigen Hohenzollern. Und rund 30 Kilometer Luftlinie entfernt thront über Hechingen deren Stammsitz, die Burg Hohenzollern. Schon im 11. Jahrhundert gab es hier eine Burg. Doch den Bau, den wir heute sehen, haben die preußischen Könige erst Mitte des 19. Jahrhunderts in Auftrag gegeben. Zwischen der Sigmaringer und der Hechinger Hohenzollernburg verläuft eine besondere Grenze, ein Naturphänomen. Die europäische Wasserscheide. Regen, der hier fällt, geht ganz unterschiedliche Wege, je nachdem, wo genau er auftrifft. An dieser Stelle entscheidet sich dann das Schicksal des Wassers. Versickert es auf dieser Seite, landet es im Rhein und damit schließlich in der Nordsee. Versickert es hier, wird es Teil der Donau und fließt ins Schwarze Meer. Eigentlich. Denn die Schwäbische Alb hat in Sachen Wasser so einige Überraschungen auf Lager. Der Oberlauf der Donau wirkt hier eigentlich sehr beschaulich. Dabei ist er in diesem Abschnitt geradezu mysteriös. Ich stehe jetzt hier zwischen Immendingen und Tuttlingen mitten in der Donau. Natürlich stimmt das schon mit der Wasserscheide, aber nicht alles Wasser gerät ins Schwarze Meer, sondern eine ganze Menge versickert hier schlicht und einfach. Und die Menge ist wirklich beachtlich. Das können nämlich durchaus 5000 Liter in jeder einzelnen Sekunde sein. Aber wo geht das hin? Das hat Hydrologen schon 1877 interessiert. Eine einfache, aber geniale Methode half ihnen herauszufinden, wo das Wasser wieder zum Vorschein kommt. Das hier ist eine Chemikalie, die sieht nicht schön aus, aber sie ist absolut ungiftig. Und damit kann man rausfinden, wo das Wasser denn überhaupt eigentlich hinfließt. Wenn man so einen richtigen wissenschaftlichen Färbeversuch macht, dann nimmt man unglaubliche Mengen von dieser Flüssigkeit hier. Und ich zeige Ihnen das Ganze jetzt mal als kleine Mini-Demonstration mit ein bisschen Chemikalie. Sie sehen, das Ganze wird herrlich grün und man kann dann gucken, wo es langströmt. Das Flussbett der Donau grenzt hier an ein unterirdisches Höhlensystem, durch das das Wasser 12 Kilometer nach Süden fließt. Gut 100 Höhenmeter tiefer kommt es wieder ans Tageslicht. Im Aachtopf. Der Aachtopf ist Deutschlands größte Karstquelle. Aus ihm sprudeln zu Spitzenzeiten 24.000 Liter pro Sekunde. Das ist natürlich nicht allein Donauwasser. Die Quelle hat ein weit größeres Einzugsgebiet, zapft aber eben auch die Donau an. Mit der Folge, dass etwas Donauwasser über die Aach in den Bodensee gelangt, von dort in den Rhein und via Rheinfall schließlich in die Nordsee. Bei der Donauversickerung hinter Immendingen verschwindet also das Wasser? Kommt im Aachtopf wieder zum Vorschein? Fließt über den Bodensee in den Rhein? Und landet nach gut 1000 Kilometern in der Nordsee? Im Gegensatz zum weit größeren Teil des Donauwassers, das vorschriftsmäßig nach Osten fließt und schließlich ins Schwarze Meer mündet. Wenn die Donau sowieso nicht sehr viel Wasser führt, im Hochsommer zum Beispiel, dann verschwindet sie zwischen Immendingen und Tuttlingen komplett. Alles, was ankommt, versickert unterirdisch Richtung Aachtopf und das Flussbett fällt trocken. Dieselbe Stelle im Mai
und im Juli. Was aussieht wie ein geschotterter Feldweg, ist in Wahrheit tatsächlich das Flussbett. Allerdings sollte man immer darauf gefasst sein, dass ein ordentliches Sommergewitter irgendwo flussaufwärts den Pegel in nur wenigen Minuten stark ansteigen lassen kann. An vielen anderen Stellen auf der Alp fließt Wasser durch den Untergrund, gräbt sich durch den Kalkstein und hinterlässt dabei seine Spuren. Um mir die einmal genauer anzuschauen, treffe ich mich bei Grabenstätten mit André Abele, einem begeisterten Höhlenforscher. Boah, das ist schon ein ganz schön beeindruckendes Höhlenportal. Absolut Sinn. Mir geht es jedes Mal auch so. Dass du einfach beeindruckt bist von dem Ganzen. Wir sind hier an der Falkensteiner Höhle. Genau, unser Ziel. Ja, wir haben uns richtig schön gemacht. Ja. Auch das hier, sehr beeindruckend, wenn ich dir das zeigen darf, meine Vorbereitung. Ganz 10 mm Neopren. Mhm. Das ist mit Abstand das Wichtigste, das ist regelrecht lebenswichtig. Ja, was haben wir für Temperaturen, wenn wir jetzt laufen? 8 bis 9 Grad. Okay. Und da kühlt man sehr, sehr schnell aus. Es ist sackkalt. Aber davon lassen wir uns nicht abhalten. Auf geht's in die Falkensteiner Höhle. Höhlenprofis haben sie bisher auf einer Länge von 4000 Metern vermessen. Das Besondere, es ist eine aktive, wasserführende Höhle. Man kann ihr also quasi beim Entstehen zuschauen. Leuchtet ja ein, dass hier das Wasser eigentlich verantwortlich für die Höhlenentstehung ist. Ja. Aber warum gibt es die Höhle genau hier? Grundsätzlich sieht es so aus, das Wasser sucht sich immer den Weg vom geringsten Widerstand. Okay. Und das sieht man hier ganz deutlich. Guck mal, Sven. Hier, da oben an der Decke, da ist doch so ein Spalt, so eine Ritze. Da sagt man Kluft dazu. Kluft? Ja. Okay. Das ist praktisch ein Riss im Gestein drin. Ja. Und dann kommt es weiter runter. Und dann kommt es vielleicht auf eine Gesteinsschicht, die jetzt nicht mehr ganz so hart ist wie die drüben. Ah, okay. Dann kann das Wasser auf die Seite ausweichen. Und deswegen wird es hier zum Beispiel breiter, weil das jetzt einfach weicher ist. Jetzt passieren ja irgendwie zwei Dinge parallel. Auf der einen Seite verschwindet Gestein, die Höhle entsteht. Ja. Aber hier können wir ja sehen, hier entstehen neue Steine. Wie das? Verkehrte Welt. Verkehrte Welt, ja. Seither hat ja das Wasser den Kalk aufgenommen, hat den gelöst. Und jetzt tritt es in den Hohlraum, kommt in den lufterfüllten Raum. Hier in der Höhle? In der Höhle. Und jetzt passiert das Gegenteil. Jetzt wird der Kalk vom Wasser wieder ausgeschieden. Ah, klar. Ja? Mhm. In Form von hier auf dem Boden, so Sinter, sagt man dazu. Ja. Also das alles Kalk, der dann in verschiedenen Strukturen, verschiedenen Formen ausgeschieden wird. Oder hier an der Decke, da sieht man so einen kleinen, was sagt man, Sintervorhang dazu. Oder so kleine Tropfsteine, das sagt man Makaroni dazu. Makaroni. Ja, also sprichwörtlich. Und dann, wenn ich aber genau hingucke, dann sehe ich natürlich auch ganz unterschiedliche Farben. Woher kommen die? Das hängt davon ab, was im Wasser gelöst ist. Da sind mit dem Kalk werden beispielsweise Eisenoxid, Mangan, unterschiedliche Mineralien eben gelöst. Und jetzt scheidet sich das wieder aus. So, das ganz Weiße, da können wir vielleicht sagen, das sortenrein, das ist purer Kalk. Okay, das wäre reiner Kalk, so wie man sich den vorstellt.
So, das ist doch hier ein feines Plätzchen. Magst du mal einen Tee probieren? Ganz Sven. Sehr feine Sorte. Tut jetzt gut. Ja. Sag mal, Andi, wie ist das, wenn du so in so eine Höhle reingehst? Das ist ja schon was sehr Spezielles, so vom ganzen Feeling. Was macht das mit dir? Es verändert mich. Mhm. Also es fängt schon an, wenn ich in die Höhle reingehe, das ist so ein Eintritt wirklich in eine andere Welt, in eine andere Sphäre. Ja, ja, ja. Also was mir jetzt auffällt, so das Gefühl von Zeit und Raum ist auch irgendwie weg. Ne? Ja, total. Mhm. Das verliert man vor allem, wenn man lang in der Höhle ist, vielleicht tagelang in der Höhle ist. Wie lang warst du mal, so maximale Höhlendauer? Ja, ich glaube irgendwas mit 7 Tagen. Boah, bist du verrückt. Schon? Das, da kriegst du nochmal Tee von mir für. Das ist ja Wahnsinn. Wie fühlst du dich? Für mich sind es jetzt natürlich ganz viele neue Eindrücke auf einmal, weil das ist für mich wirklich Höhlenpremiere. Mhm. Und es war teilweise schon ganz schön eng, wo ich wirklich das Gefühl hatte, da ist Wasser, da ist Stein und irgendwo muss ich ja dazwischen sein. Also mein Puls geht dann schon auch mal hoch. Mhm. Und dann sage ich mir auf der anderen Seite, da ist einer, der sich auskennt, der hat das schon gemacht, das wird gut ausgehen. Aber dann kommt eben diese andere Seite. Dann läufst du hier so durch eine Höhle und kriegst so ein ganz, ganz neues Gefühl für Zeit. Ja. Eben teilweise auch dieses... Die gibt's gar nicht, Gefühl, ne? So Zeit, was soll's? Und das hat mich auch wirklich sehr entspannt. Wobei die Entspannung in einigen Höhlenpassagen dann auch schnell wieder nachlässt. Wir sind hier etwa 40 Meter unter der Erdoberfläche, aber es gibt Verbindungen zur Welt über uns. Ja, aber schau mal. Siehst du hier, wie das ganze Wasser hier durchkommt, ne? Ja, regnet regelrecht hier, da gerade in der Stille. Und das kommt jetzt letztendlich direkt von oben, also in die Höhle rein? Ja, weitgehend ungefiltert, direktissima. Manchmal geht sogar ein Schacht von hier bis an die Oberfläche. Okay. Und da ist was oben reinkommt, das kommt heißt, hier raus. Das fährt jetzt oben der Güllebauer drüber und schickt seine Gülle her, dann haben wir die praktisch hier auch drin, ja? Na, wenn es so direkt durchgeht, klar. Ja, dann sage ich mal Dankeschön, dass im Moment da keiner unterwegs ist und seine Gülle ausschüttet. Keine Sorge, Sven. Die Biolinsen von Bauer Wahl gedeihen auch ohne Gülle bestens. Seit der Aussaat hat sich einiges getan auf dem Acker. Mittlerweile halten sich die Linsen mit Ranken an ihrem Stützgetreide fest. Auf den ersten Blick sieht das hier fast aus wie ein ganz normales Haferfeld. Doch zwischen dem Hafer blühen klein und unscheinbar die Linsen. Nach der Bestäubung werden hier in rundlichen Schoten die Samen gebildet, die wir für unseren Kochtopf wollen. Im September ist Erntezeit. Auf dem Biofeld stehen auch noch einige andere Kräuter und Blumen. Egal ob Linse, Hafer oder Unkraut, es wird erstmal alles zusammen abgemäht und dann aussortiert. Im Getreidespeicher des Mähdreschers landen Haferkörner und Linsen. Allerdings kann man dieses Korngemisch so noch nicht verkaufen. Da muss erst noch einiges an Arbeit reingesteckt werden. Das passiert hier in Lauterach, bei der Erzeugergemeinschaft Alpleise. An einer etwa 100 Jahre alten Maschine erklärt mir Woldemar Mammel, was genau mit der Ernte gemacht wird. Und so kommen die Linsen vom Feld? Also hier ist ein Gemisch aus Hafer und Linsen drin. So kommt es ja vom Acker, weil der Hafer ja als Stützfrucht für die Linsen dient. Und das muss man jetzt voneinander trennen. Ja, das schütte ich jetzt hier oben rein und jetzt können Sie anfangen zu kurbeln. Dann kommt hier dieses Gemisch auf ein Sieb. Von dem Sieb geht es hier in diese Röhre. Kleine Teilchen werden hier noch ausgesiebt. Und der Hafer und die Linsen werden in der Röhre hier, in diesem Teil der Röhre, voneinander getrennt. Und hier in diesen Noppen, in diesen Ausstülpungen, da passen die Linsen ziemlich gut rein. Das Getreide passt hier nicht rein. Also diese Haferkörner sind einfach zu länglich. Es ist eine Trennung nach der Form.
Die Linsen kommen hier hinten raus und der Hafer hier vorne. Geniale Methode. Auch wenn diese Maschine 100 Jahre alt ist, nach genau demselben Prinzip werden noch heute Linsen von Getreidekörnern getrennt und anschließend weiter gereinigt. Woldemar Mammel zeigt mir seine modernen Maschinen. Dass auf der Alp überhaupt wieder Linsen angebaut werden, ist schon eine kleine Sensation. In den 1960er Jahren ist der Linsenanbau nämlich aus ökonomischen Gründen verschwunden. Inzwischen lohnt es sich jedoch wieder, Linsen zu verarbeiten und zu verpacken. Doch Linse ist nicht gleich Linse. Hier gibt es auch eine botanische Rarität. Auf die hier sind Sie besonders stolz, ne? Ja, die Spätzalblinse, das war natürlich mein lang gesuchter Favorit. Auf den Äckern war sie halt verschwunden und ich habe sie gesucht überall und nirgends war sie da. Sie war wirklich tot. Die war nicht mehr aufzufinden. Und als dann ein Bekannter mir 2006 gemailt hat, er hätte sie gefunden, dann habe ich es eigentlich überhaupt nicht glauben wollen. Da ist es natürlich schon ein tolles Erlebnis, dass man so einen Totgeglaubten wieder lebendig gemacht hat und die Leute das auch noch kaufen und essen können und dadurch wieder eine Sortenvielfalt auch entstanden ist, die wir ja in den 50er Jahren hier hatten. Und das ist schon was Besonderes. Wie kommt es denn, dass ausgerechnet Linsen und Spätzle das schwäbische Nationalgericht sind? Hier sind traditionell schon immer gute Linsenanbauböden gewesen, die wasserdurchlässig waren, steinig waren, nicht sehr nährstoffhaltig gewesen sind. Das ist für die Linsen also kein Problem, da zu wachsen. Und von daher ist es schon eine alte Tradition, dass hier Linsen angebaut worden sind, schon seit der Hallstattzeit, also schon seit über 2000 Jahren. Und es hat auch einen tieferen ernährungsphysiologischen Sinn, das pflanzliche Eiweiß. Und da zählt halt die Linse zu den Starpflanzen, also zu den Pflanzen, die am meisten Eiweiß haben. Also da fehlen noch ein paar Aminosäuren oder sind nur in geringem Maße vorhanden, die wir auch noch brauchen. Die sind aber im Getreideeiweiß vorhanden. Wenn wir also jetzt die Spätzle aus Getreidemehl machen und die Linsen dazu essen, dann haben wir eine Ergänzung, die so gut ist wie Hühnerei. Diese Kombination, die hat sich gehalten bis heute und ist in dieser Gegend, wo es ja viele arme Bauern gegeben hat, hier auf der Schwäbischen Alb, da hat sich das bis heute einfach gehalten und schmeckt den Leuten immer noch. Obwohl es ein arme Leute-Essen ist, essen es auch die Reichen hier. Dieses Weichtier hier war auch einmal ein Arme-Leute-Essen. Es fühlt sich auf der Alp besonders wohl, denn hier gibt es Kalk im Überfluss. Der Kalk wird von den Pflanzen aufgenommen, die die Schnecke frisst. Im Extremfall kann sie sogar durch Einschleimen und Einspeicheln Kalk direkt aus den Steinen ziehen. Und deswegen ist das hier der Lebensraum für sie, die Weinbergschnecke. Die braucht nämlich den Kalk natürlich für ihren Hausbau. Auf der anderen Seite ist sie allerdings auch ein Eiweißlieferant und deswegen schon seit Jahrhunderten ein Nahrungsmittel. Die findigen Schwaben machten aus ihrem Proteinsnack für zwischendurch aber auch bald ein Geschäft. So, jetzt könnte man die Schnecken natürlich auch einfach hier in freier Wildbahn einsammeln oder man kann, wenn man das Ganze gewerblich machen will, natürlich auch einfach die Schnecke einsperren in einem so wunderschönen Schneckengarten wie diesem hier. Das Feine ist, hier drin kann man sie dann auch noch wunderbar mästen, damit sie für den Verkauf am Ende das richtige Gewicht haben. Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. So eine Schnecke bleibt nicht unbedingt freiwillig in so einem Schneckengarten drin. Die will natürlich raus. Und egal wie hoch wir hier solche Zäune bauen, die Schnecke kann schlicht und einfach drüber schleimen. Deswegen braucht es eine Barriere. Und besonders geeignet sind zum Beispiel solche Nägel in dieser Weise hier anzubringen.
Die Schnecke von unten kommend kommt zwar selber noch durch, aber das Schneckenhäuschen, das bleibt dann hängen. Und damit ist dann schlicht und einfach Schluss mit dem Rauswandern der Schnecke aus dem Schneckengarten. Und man kann noch andere Methoden verwenden, zum Beispiel ein Blech anbringen. Man kann auch das berühmte Hasengitter verwenden. Und das heißt deswegen hier in der Region auch gleich mal Schneckendraht. Alpschnecken waren schon im späten Mittelalter sehr gefragt, bei den Klöstern. Denn sie galten nicht als Fleisch und durften deshalb auch während der Fastenzeit verspeist werden. Später, im 18. und 19. Jahrhundert, kamen dann auch gut situierte Bürger in den Städten auf den Geschmack. Dass die Schnecke regelrecht zum Exportschlager wurde, verdankt sie auch ihrer Biologie. Denn im Herbst macht sie sich parat für den Winterschlaf und verschließt ihr Häuschen mit einem Deckel aus Kalk. Professor Roman Lenz von der FH Nürtingen ist Mitbegründer des historischen Schneckengartens bei Weiler im Lautertal. Anfang November sieht er nochmal nach dem Rechten. Roman Lenz weiß, warum gerade dieser Kalkdeckel den Schnecken zum Verhängnis wurde. Die Weinbergschnecke hat eine Winterruhe. Zu der verschließt sie ihr Gehäuse mit einem Deckel und damit ist sie wie eine natürliche Konserve unter 10 Grad quasi ein halbes Jahr haltbar. Und das war natürlich, bevor wir Konservierungsstoffe hatten oder Konserven angefertigt haben, eine natürliche Konserve, die für den Transport dann zur Verfügung stand. Man hat sie dann in große, einfache Fässer gefüllt, diese Fässer dann bis an die Donau transportiert. Als es noch keine Eisenbahn gab, später dann natürlich auch mit der Eisenbahn. Und auf der Donau wurde sie dann nach Wien, nach Budapest transportiert und dort auf die Märkte gebracht. Schwäbische Feinkostlieferungen bis ins fast 1000 Kilometer entfernte Budapest. Und das mit den damaligen Verkehrsmitteln. Die Schnecken wurden auf den Märkten von den Mägden und von den Knechten verkauft. Die sind mit den Schnecken in diese Großstädte gereist und den Winter über haben sie die Schnecken verkauft und nach der Saison sind sie dann wieder nach Hause gelaufen auf die Schwäbische Alb. Das waren eigentlich Landwirtschaftsbetriebe, ganz normale Betriebe, die im Winterhalbjahr versucht haben, eben ein Zubrot zu verdienen. Und das war sicher profitabel. Ja. Also wir haben mal ausgerechnet, dass wahrscheinlich 50 Landwirtschaftsbetriebe hier in der mittleren Schwäbischen Alb, in der Region, dieses Geschäft betrieben haben. Es gibt Buchaufschriebe, Tagebücher sozusagen, Buchhaltung, wo daraus hervorgeht, dass hier beträchtliche Umsätze gemacht wurden. Also das hat sich sicher gelohnt. Allerdings auf Kosten der Weinbergschnecken. Ihre Bestände gingen buchstäblich den Bach runter. Heute stehen sie deshalb unter Naturschutz. Die Winter auf der Alp sind deutlich länger und härter als unten im Flachland. Vor 40.000 Jahren war das noch viel extremer. Während der letzten Eiszeit war hier eine tundraähnliche Steppe, bevölkert von großen Herden pflanzenfressender Säuger, die der Kälte trotzten. Auerochsen gehörten damals zur Tierwelt der Schwäbischen Alb. Ihr dunkles Fell half ihnen, sich aufzuwärmen, wenn die Sonne schien. Die Eiszeit überstanden die Auerochsen, doch nicht die Jagdlust des Menschen. Der letzte Auerochse Deutschlands wurde 1470 erlegt. Wo Grasfresser die Landschaft offen halten, geht auch der Rotmilan gern auf die Pirsch. Die wahrscheinlich häufigsten Grasfresser der eiszeitlichen Alb waren jedoch die Wildpferde. Bei den Jägern der Steinzeit waren sie eine sehr begehrte Beute. Sie lieferten nicht nur Fleisch, sondern auch Knochen, Sehnen und Felle. Und es war nicht allzu gefährlich, sie zu jagen.
Mit ihren Hufen scharten die Pferde den Schnee beiseite, um an das letzte Grün zu gelangen. Auch die extrem beweglichen Lippen halfen bei der Futtersuche. Dabei konkurrierten die Pferde mit dem wohl berühmtesten Wesen der Eiszeit, dem Wollhaar-Mammut. Dass es Mammuts auf der Alp gab, wissen wir auch deshalb, weil ein Künstler aus der Steinzeit vor etwa 35.000 Jahren eines verewigt hat. In dieser Figur aus Mammutelfenbein. Eine der weltweit bedeutendsten Stätten für Funde aus der Steinzeit liegt auf der Schwäbischen Alb. Im Hohle Fels bei Schelklingen sind Archäologen seit Jahrzehnten den Geheimnissen unserer Vorfahren auf der Spur. Professor Nicolas Connard und Maria Malina von der Universität Tübingen haben hier in den letzten Jahren faszinierende Dinge ans Tageslicht gebracht. Diese Höhle war schon vor 40.000 Jahren ein trockener Zufluchtsort und bot Schutz vor Wind und Wetter. Deshalb wurde sie immer wieder von Menschen der Steinzeit aufgesucht. Einen Einblick in ihr Leben bieten die Gegenstände, die hier gefunden wurden. Vorsichtig wird Schicht um Schicht freigelegt. Im Höhlenlehm verbarg sich unter anderem eine Venusfigur, die wohl als Anhänger um den Hals getragen wurde. Ein Fund von besonderer Bedeutung. Es kommt aus den ältesten Schichten, die wir überhaupt haben im Ordnasjahr, aus der Zeit, als moderne Menschen zuerst mal hier Fuß gefasst haben. Moderne Menschen kommen bekanntlich aus Afrika, wanderten entlang der Donau nach Mitteleuropa. Und in unserer tiefsten Schicht aus dieser Zeit haben wir die Figurine gefunden, auch die Flötenfragmente und vieles mehr. Das heißt, insofern wir das beurteilen können, sind wir hier an der Quelle der Entstehung der Kunst, Musik und vieles mehr. Eine Höhle in den Kalkfelsen der Schwäbischen Alb. Die Wiege der Kunst. Die Qualität der Funde ist schon einmalig. Wir haben viele Fragmente von figürlichen Kunstwerken, auch einige vollständige Stücke und sehr hochwertige Steinwerkzeuge, Werkzeuge aus Knochengeweih und Elfenbein, vieles mehr. Ist wirklich ein toller Fundplatz. Die Menschen waren genauso intelligent wie wir und deren Umgebung war eine völlig andere. Natürlich die Eiszeit war eine Zeit, wo es eine offene Landschaft gab. Im Winter sehr kalt und rau, im Sommer schön und grün. Und sie waren natürlich sehr stark naturgebunden, weil viele Aspekte von unserem technischen Leben nicht existierten. Dennoch waren die Menschen damals besonders erfinderisch und kreativ. Sie malten mit Farben, die sie aus Naturstoffen gewannen. Zum Beispiel Ocker, Rötel, Kohle und Kalkweiß. Auch ihre Werkzeuge entwickelten sie immer weiter. Mit extrem scharfen Feuersteinklingen konnten sie ein Pferd geradezu chirurgisch zerlegen, Fleisch, Fell und Sehnen abtrennen. Der Beweis? 30.000 Jahre alte Originalschnittspuren an einem Pferdeknochen. Sie waren offenbar so effiziente Jäger und Sammler, dass sie Muße hatten, Dinge zu schaffen, die nicht unbedingt fürs tägliche Überleben notwendig waren. Neben wunderschönen Tierfiguren aus Elfenbein schnitzten die Urelbler auch Musikinstrumente. Musik
war einfach ein ganz normaler Teil der Gesellschaft vor 40.000 Jahren. Und die Musikinstrumente sind vielleicht die allerbedeutendste. Wir haben hier das Glück, dass wir das eindeutig beweisen können, weil wir insgesamt auf der Schwäbischen Alb 8 unterschiedliche Flöten haben. Man hat schon gesehen, dass der Knochen bearbeitet ist. Man hat also auch Schliffffacetten an der Oberfläche des Knochens gesehen. Und dann hat man die Grifflöcher gesehen. Und dann war klar, dass es sich um Flötenfragmente handelt. Ein Fund, der selbst für eine erfahrene Archäologin ganz besonders war. Das war jetzt wirklich ein Highlight. Und so einen Fund hat man vielleicht alle 10, alle 20 Jahre. Manche Leute oder manche Archäologen haben das eben einmal im Leben. Grundsätzlich haben wir einfach das Glück, dass in dieser Region sehr viele Funde aus diesen Schichten kommen. An der Uni ging die Spurensuche dann weiter. Welchem Tier gehörte der Knochen, aus dem die Flöte geschnitzt wurde? Die Analysen ergaben, der hohle Knochen stammt aus der Speiche eines Vogelflügels. Und zwar eines Vogels mit beachtlicher Spannweite. Die Quelle der Flöte war ein Gänsegeier. Gänsegeier waren aber nicht nur vor Zehntausenden von Jahren auf der Alb zu Hause. Noch bis ins 19. Jahrhundert brüteten die gefiederten Aasfresser auf den Kalkfelsen. Aber vielleicht schaffen die Geier sogar schon bald ein Comeback. Das sind jetzt aber auch wirklich die letzten Meter. Oh, ist das nicht ein toller Vogel? Gänsegeier auf der Schwäbischen Alb. Ist das nicht ein tolles Bild? Dafür, dass der Geier in sein angestammtes Revier zurückkehrt, engagiert sich Dieter Haas von der Geierschutzinitiative. Das Tier vor uns ist aber kein wildlebender Neubürger. Das ist allerdings der Felix, das ist ein Filmstar. Der ist also letztendlich trainiert, der kennt sich damit aus, der kann das gut aushalten, dass wir hier direkt sitzen. Aber früher war das doch so ein klassisches Szenario hier auf der Alp. Das ist ein ganz typisches Bild. Über Jahrtausende gehörten Gänsegeier als Brutvögel zur Fauna des Donautals. Und wie kam es dazu, dass die Gänsegeier dann eben verschwunden sind hier von der Alp? Die wurden ausgerottet mit Aufkommen moderner Schusswaffen vor allem. Und da wurden viele Großtiere ausgerottet bei uns. Und der Geier ist eben mit ausgerottet worden, obwohl es ein vollkommen harmloser Vogel ist, obwohl er niemand einen Schaden anrichtet. Weil er ja das Aas frisst. Ja, und damit deshalb hat er auch viele tausend Jahre friedlich mit den Menschen zusammengelebt. Und gibt es denn überhaupt eine Chance, dass die Gänsegeier hier auf der Alp wieder heimisch werden können? Junge Geier sind Weltenbummler, die streichen weit rum und haben seither wahrscheinlich alljährlich wieder das Donautal und Deutschland aufgesucht, auf der Suche nach geeigneten Nahrungsgravieren. Also der Geier selber will gerne hier wieder zurück, also er fühlt sich hier wohl. Der Geier würde ganz von alleine wieder heimisch werden, wenn man die Schutzgesetze einhalten würde und ihm nicht systematisch die von Natur aus anfallende Nahrung entziehen würde. Wie ist das jetzt mit Tieren, die beispielsweise überfahren wurden, passiert immer wieder, am Straßenrand liegen? Ja, die würden eine sehr gute Nahrungsgrundlage geben. Ja. Aber im Normalfall werden sie entweder entfernt oder liegen sie im Straßengraben. Da traut sich der Geier nicht hin. Um junge Geier, die aus Frankreich und Spanien vorbeischauen, dauerhaft zum Bleiben zu bewegen, verfolgt Dieter Haas eine ganz pragmatische Idee. Wir bräuchten Zonen, in denen man den Geiern aß, wie so einen toten Biber, auf dem Präsentierteller liegt. Und wo haben Sie den jetzt her? Der ist gestern bei Sigmaringen auf der Straße überfahren worden. Ah, okay. So, dann stellen wir den hier mal hin. Und der kehrt jetzt in den natürlichen Kreislauf zurück. Das ist noch schöner. Ah ja. Na, dem schmeckt's aber, gell? Ja. Der sucht sich jetzt die Stellen, an denen er am besten rankommt. Aber man sieht hier, mit welcher Kraft
ja, mit genau, Kraft genau. Der aktiv ist. Der Schnabel ist schon ziemlich stark. Eine ganz einfache Naturschutzmaßnahme wäre, die Nahrung, die überall verfügbar ist, überfahrene Wildtiere, dem Geier zur Verfügung zu stellen. In dieser Weise, an der Stelle, ja, wo er sich überhaupt runtertraut. Ich fänd's ja toll, wenn das klappen würde und bald wieder regelmäßig Geier über der Alp kreisen. Eine Naturrarität, die man schon jetzt auf der Alp bewundern kann, ist die Wacholderheide. Ein ganz besonderer Lebensraum, in dem man äußerst seltene Pflanzen antrifft. Wie die Fliegenragwurz, eine Orchidee. Auch Knabenkräuter und andere Orchideenarten wachsen hier. Und auf den trockenen, sonnigen Hängen fühlt sich die Silberdistel wohl. All diese Pflanzen überleben hier aber nur deshalb, weil ihre Konkurrenz klein gehalten wird. Schafe sind dafür zuständig, dass Gräser und Büsche die botanischen Seltenheiten nicht überwuchern. Allerdings gibt es einen Strauch, den selbst sie nicht mögen. Den Wacholder mit seinen spitzen, pieksigen Blättern, den lassen die Schafe stehen. Fast alles andere Grünzeug landet in den Bäuchen der vierbeinigen Rasenmäher. Die Schäferei hat auf der Schwäbischen Alb eine lange Tradition. Einer der letzten, der sie noch aufrecht erhält, ist Ernst Fauser. Heute ist er mit seiner Herde als Landschaftspfleger im Einsatz. Was ist denn die Aufgabe der Schafe jetzt speziell auf dieser Weide? Die Wacholderheide sauber zum Halten, zum den Nährstoffertrag, das Gras, den alten Pelz wegfressen. Das ist ganz wichtig, weil ohne die Schafe würde es die Wacholderheide gar nicht geben. Das sind der Ursprung von den Wacholderheide sind die Schafe gewesen. Wie kommt es denn allgemein, dass hier auf der Schwäbischen Alb so viel Schäferei betrieben wird? Das ist durch viel den mageren Boden, den wir haben. Das ist ja steiniger Gegend. Also wir haben, bei uns heißt das alte Sprichwort, es kommt gleich ein Teufel seine Hirnschale. Also wenn man da ein bisschen kratzt, dann kommt man gleich Steuern davor. Und da kann eben die Landwirtschaft nichts mehr draus machen. Und da ist viel auch die Wacholderheide, sind viel Hanglagen zum Beispiel. Und so, da geht einfach in der Landwirtschaft nichts. Und dann ist eben nur noch mit den Schafen das zum Betreiben gewesen. Und dann ist das halt so entstanden. Wenn man auf dem Boden also schon nichts anbauen konnte, so reichte das bisschen Gras immerhin, um Schafe zu ernähren. Kein Brot, dafür aber Fleisch und Wolle. Auch eine Überlebensstrategie. Zufällig bin ich live bei einer Geburt dabei. Ernst Fauser hilft der Mutter, das Lamm zur Welt zu bringen. Gleich steht's. Ja. Bocklamm. Schafe gebären oft Zwillinge. Hier musst du hin. Da ist deine Mama. Ja. Oh Gott, du bist ja noch ganz nass. Oh. Das nur wenige Minuten ältere Brüderchen steht schon deutlich stabiler auf den Beinen als der Zweitgeborene. Und er hat bereits entdeckt, wo es etwas ganz besonders Gutes zu holen gibt. Diese Schafrasse gibt es übrigens noch gar nicht so lange auf der Alp. Sie liefert die beste Wolle und stammt aus Spanien. Das ist das Ursprungsland eigentlich von den Schafen, von den Merino-Schafen, wo es man eigentlich hat, wächst der Wolle. Die sind 1786 einmal eingeführt worden. Und das ist eigentlich der Beginn vom Reichtum von Württemberg gewesen, sagen wir als. Das war der erste Handelszweig, was gäbe, hat die Wolle. Und daraus ist das entstanden. Man da in Raum Balingen, da hinten sind also die Wollfabriken ja entstanden, wo es heute noch zum Beispiel eine hat. Damit war der Grundstein für die schwäbische Textilindustrie gelegt. Erst waren es kleine Manufakturen.
später größere Wollwäschereien, Garnspinnereien und Stofffabriken. Diese industriellen Großbetriebe bescherten der traditionell eher armen Alpregion wirtschaftlichen Aufschwung und Arbeitsplätze für Zehntausende Menschen. Hand in Hand mit der Herstellung von Kleidung ging auch die Entwicklung immer raffinierterer Maschinen. Hier waren schwäbische Tüftler ganz in ihrem Element. Hochspezialisierte Betriebe entstanden im Bereich Maschinenbau und für die Herstellung spezieller Teile, wie zum Beispiel präzise geformte Nadeln für Strickmaschinen. In Albstadt sitzt eine Traditionsfirma, die schon seit langem die treibende Kraft auf dem Nadelsektor ist. Kurz-Beckert hat eine sehr lange Tradition. Wir sind 1852 gegründet worden. Während des Zweiten Weltkrieges kam es dann zur Fusion der zwei Firmen Grotz und Beckert. Und nach dem Krieg hat man dann hier den Standort weiter ausgebaut. Der Weg vom Stahlblech zur fertigen Strickmaschinennadel ist weitestgehend automatisiert. Da von einer einzelnen Nadel die Produktivität einer ganzen Textilfabrik abhängen kann, ist die abschließende Qualitätskontrolle enorm wichtig. Ohne die entsprechende Erfahrung und das richtige Augenmaß geht hier gar nichts. Auch Fingerspitzengefühl ist gefragt. Haben Sie die Prüfung bestanden, werden die Nadeln sorgfältig für den Transport verpackt. Von Albstadt gehen sie in die USA, nach China oder Indien. Und nach nebenan, in einen anderen Ortsteil. Von Ebingen nach Teilfingen, zur Firma Meyer und Kie. Hier werden die Nadeln ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt. Das Einsetzen der Nadeln in den Strickkopf einer Strickmaschine ist reine Handarbeit. Je nach Modell sind es schon mal 10.000 Nadeln, die in eine einzige Maschine eingepasst werden müssen. Geschäftsführer Benjamin Meyer führt mich durch die Produktionshallen seines Betriebs. Wie kam es denn überhaupt, dass Ihre Familie Strickmaschinen herstellt? Ja, mein Uropa war damals ein begeisterter Tüftler und hat damals die Firma gegründet mit 5 anderen. Daher auch der Name, der Zusatz Kie, also Meyer für meinen Opa und Kie für die 5 weiteren. Haben im Prinzip in einer Art Garage angefangen, Maschinen, damals Rundwirkmaschinen, zu entwickeln. Und das haben sie anscheinend so gut gemacht und so erfolgreich, dass die Firma heute dasteht, wo sie steht. In den letzten 2 Jahrzehnten haben viele Textilbetriebe ihre Produktion ins Ausland verlagert, vor allem nach Fernost. Auch auf der Alp gingen dadurch Arbeitsplätze verloren. Aber nach einer Durststrecke ist die Branche jetzt wieder im Aufwind und auch die Nachfrage für Strickmaschinen steigt. Meyer und Kie haben Kunden in aller Welt und auch einen Abnehmer direkt ums Eck. Die Firma Mai. In Albstadt greift bei der Textilindustrie ein Rädchen ins andere. Nadeln aus Ebingen, Maschinen aus Teilfingen und das Endprodukt Kleidung aus Lautlingen. Hier weben, wirken und stricken Maschinen schon seit 1928. Der Großvater hat begonnen mit 2 Rundstühlen im Keller oder in der Garage. Das hat sich dann sehr schön entwickelt. Und heute haben wir 100 Strickmaschinen am selben Standort, nur in neuen Werkshallen. Sicher sehr erfreuliche Entwicklung auch für meinen Großvater. Wir produzieren zwischen 600 und 700 Tonnen Stoff im Jahr. Das sind 2 bis 3 Millionen Meter. Und wenn man diese Zahl nennt, erschrickt man immer etwas, weil noch viel mehr Unterhosen werden daraus und die muss man auch alle verkaufen.
Eine Besonderheit an diesem Standort ist, dass sämtliche Schritte von der Stoffherstellung über den Zuschnitt und das Nähen bis zur fertig verpackten Unterwäsche unter ein und demselben Dach stattfinden. Letztlich haben wir diese Unterhosen irgendwie tatsächlich der Geologie zu verdanken. Auf den wasserdurchlässigen Kalkfelsen ging außer Schafhaltung nicht viel. Und die wiederum lieferte den Rohstoff für Kleidung. Auch die, die die Alp gern als provinziell abstempeln, müssen zugeben, dass hier drei Global Player sitzen. Sie sind zum Beispiel in Belgien, Tschechien, Ungarn, Portugal, Brasilien, den USA, China, Indien und Vietnam vertreten. Weltweiter Einfluss, ausgehend von dieser so bodenständigen Region. Ja, aber spielt gut, ne? Bisher. Ist super. Jetzt sehen wir da die zwei Mal Linsen mit Spätzle. Ja, vielen Dank. Prima, herzlichen Dank. Guten Appetit. Prima. Wo kommen die her? Die haben wir vom Hammermel aus Lautrach. Wenn der die schon bei uns anbaut, dann tun wir sie auch bei uns servieren. Also direkt von nebenan kommen. Ja, genau. Super. Guten Appetit. Ja, danke. Vielen Dank. Hau rein, Lena. Ja. Fein, was? Und vollwertig ist es auch noch. Durch die Spätzle kriegen wir richtig schön Kohlenhydrate. Okay. Und in den Linsen ist extrem viel Eiweiß. Wahnsinn. Bin ich richtig gut ernährt davon. Und dass 170 Millionen Jahre altes Meeresplankton und solche tollen Sachen hervorbringt, das ist auch erstaunlich. 1A. Wow. Komm. Zum Wohl, mein Lieber. Schön war's. Und lecker. Die Blancs brauen ihr eigenes Bier und sogar das kann eine spannende Steingeschichte erzählen. Beim Ausbau des Bierkellers in Zwiefaltendorf stieß man zufällig auf einen Hohlraum. Direkt unter der Gaststube liegt eine kleine Tropfsteinhöhle. Ein weiterer Beweis dafür, wie stark die Geologie unter unseren Füßen mit dem Leben der Menschen verbunden ist. Gerade hier auf der Schwäbischen Alb. Nicht nur Lena und ich sind fasziniert von dieser Region. Landschaftlich liegen wir natürlich wunderbar. Es gibt wenige Regionen in Deutschland, die mit der Schwäbischen Alb meiner Meinung nach mithalten können. Ich finde, wir wohnen hier in Boron mit dem schönsten Teil der Schwäbischen Alb überhaupt, eben gerade hier im Donaudurchbruch. Und die Alb, sie wird mir immer sympathischer, je länger ich hier bin. Und man entdeckt immer wieder ein Stückchen mehr dazu. Da ich auch sehr natur- und heimatverbunden bin, bin ich dann doch wieder in die Region zurückgekommen. Und lebe auch sehr gerne hier. Auf der Alb ist der Boden jeden Meter anders. Eine wunderschöne Landschaft, eine sehr vielseitige Landschaft, die viele Highlights, geologische, archäologische Highlights hat, kulinarische Möglichkeiten bietet. Es ist für mich wichtig, dass eine Landschaft ein Auf und Ab hat, dass es da so hoch und runter geht, Täler und die Mischung von Wald und Wäldern und Feldern, das gefällt mir sehr gut. Also in Norddeutschland wäre ich auf Dauer wohl nicht so zu Hause. Das ist eine Freude gewesen, wenn man einen guten Felsen geht hat. Und wenn ich heute immer zu nahe komme, in die Stadt oder irgendetwas und sehe da, wir die Gebäude mit Tuff, die standen ja da noch, wie sie selbiges Mal gebaut worden sind. Ist einfach eine Freude, wenn man das sieht.